Hallo Freunde und willkommen zurück zu Skyrim. Wir sind hier in dieser Mine. Diese Mine ist belagert von diesen Soldaten. Eigentlich wollten wir zu einem ganz anderen Ort, aber wie das Leben so spielt, hat uns das Schicksal hierhin geführt. Und ich glaube, uns steht ein ziemlich großer Kampf bevor. Wir haben diese Mine in unserer Hand. Schön langsam bewegen. Ja, noch, mein Freund, noch habt ihr die Mine in eurer Hand. Aber ich weiß nicht, ob das noch lange so bleiben wird. Denn hier ist, mein Freund, der Altar. Die Silberblut haben mich geschickt, um die Mine zu sichern. Arthur, Entschuldigung, nicht Alter. Arthur, mit dem rede ich jetzt nochmal. Die Mine ist geschlossen, verschwindet. So, ich möchte nämlich, dass ihr mit euren Männern hier verschwindet. Einen Tag helfen? Nennt mir einen Grund, warum ich euch keinen Dolch in die Brust stoßen soll. Ganz einfach. Weil ich dir ansonsten den Schädel von den Schultern schlagen werde. Und ich dachte, heute wäre ein langweiliger Tag. Verbrennt ihn! Verbrennt ihn bei mir! So, dann schauen wir mal, ob er es drauf hat. So, der Stinker ist auf jeden Fall hin. So, ich glaube, diese Mine ist befreit. Ich gucke aber nochmal, was der Kollege Atta in seinem Inventar hat, denn das wird er sicherlich nicht mehr brauchen. Ein bebändeter Eisenschild, den nehmen wir mal mit. Ach, scheiße, du trägst zu viel. Ich könnte kotzen. So, warte mal, jetzt gehen wir mal in unser Inventar und gucken mal, was ich wegschmeißen kann. Ein Ethereum-Splitter, wo haben wir denn den her, ey? So, warte mal. Wir haben doch bestimmt was. Wie viel sind wir denn überladen? Mit 9... Ich sag jetzt einfach mal Kilo. Mit 9 Kilo überladen. Drachenschuppen. Die sind sauschwer. Verdammt nochmal. Warum hab ich die vorher nicht weggebracht? Dämmerbrecher. Eben ein Erzschwert. Das sind alles so feine Sachen. Das können wir doch jetzt einfach nicht hier wegschmeißen. Eisenpfeile. Ja, die wiegen eh nichts. Ich kann das doch nicht einfach da wegschmeißen. Elfenhelm. Den könnte ich wegballern. Aber der wiegt leider nur eins. Elfenstiefel. Hauen wir das auch mal weg. Frostbissgift. Granatsteine. Die wiegen alle nur sehr wenig, die Sachen. Kaiserliches Sendeschreiben. Jetzt fängt es langsam an. Verdammt nochmal. Wir müssen irgendwas Wertvolles wegballern. Das tut mir sehr leid. Ach komm. Dann nehmen wir gerade das Schild und schmeißen es weg. Ich trage eh kein Schild, weil ich immer zwei Händer benutze. Von daher, scheiß drauf. So, ist es jetzt unter Waffen geordnet oder unter Rüstung, also Bekleidung? Das ist jetzt die Frage. Also unsere Bekleidung habe ich es nicht gefunden. Spitzhacke, Stahlpfeil. Wo ist denn das Schild hin? Sonstiges vielleicht. Leute, macht keine Sachen mit mir. So, vielleicht habe ich es auch schon 10-mal übersehen. Das kann natürlich auch sein. Gerade wenn das Schild so einen komischen Namen oder so hat. Ein Balsamierungswerkzeug. Na, das werde ich brauchen, ey. Ist das Schild? Bebändeter Eisenschild, da ist er. 100 Wert. Kein schlechtes Gerät. Na, zumindest können wir uns jetzt wieder bewegen. So, Nordmet liegt hier rum. Heiltränke wärme lieber. Den Nordmet lasse ich hier stehen. So, und wir gehen mal weiter in die Mine rein und gucken mal, ob es da noch was Schönes gibt. Nee, da gibt es nichts mehr. Eine Spitzhacke liegt hier noch rum. So, schauen, ob da vorne noch Gegner sind. Hier geht's wieder raus. Ah ja, ich Stinker hier, ja, hallo. Geht doch, solange ihr noch kämpft. Halt dein Maul. Kohle stecken wir uns natürlich ein.
So, und was haben wir hier noch Schönes? Hier rumpelt es ganz schön irgendwie in dieser Mine. Wir gehen da nochmal hoch. Ich will das nochmal betrachten da oben. Aber hier scheint es auch nichts mehr zu geben. Okay, springen wir direkt wieder runter. Okay, jetzt sind wir da hinten gelandet. Wir gehen wieder raus. So, wir sollen jetzt irgendjemandem, dem Kollegen, nicht irgendjemandem, dem Kollegen berichten, was wir Schönes in der Mine getan haben. Die ganzen Leute umgebracht. Sehr, sehr taktvolle Art und Weise, dieses Problem zu lösen. Und ich sehe, wir haben auch bald wieder ein Level-Up. Ich habe mich übrigens mal erkundigt gehabt, beziehungsweise... Aua, die Sonne tut weh. Beziehungsweise ich habe mal geschaut, wie man an bessere Rüstung kommt. Aber dafür sind wir im Level sowieso noch gar nicht hoch genug. Wir sind erst Level 16 und ich glaube, für die nächst bessere Rüstung bräuchte man mindestens Level 17. Wenn nicht 21, ich weiß es nicht mehr. So, warte mal, wo ist denn der Kollege jetzt hier? Der wird wahrscheinlich irgendwo in einem Haus sitzen. Ich könnte ja mal auf die Karte schauen, vielleicht ist er eingezeichnet. Okay, er ist nicht eingezeichnet, dann sollte ich vielleicht mal die Quest aufrufen. So, warte mal. Berichte... Einitach, dass Ata kein Problem mehr darstellt. Der wird natürlich nicht angezeigt, verdammt nochmal. Der müsste aber hier irgendwo sein, logischerweise. Schauen wir mal. Da können wir nicht rein, das ist abgeschlossen. Wenn die Abgeschworenen nicht gerade meine Stadt angreifen, versuchen die Nord, mich von dort zu vergraulen. So, da ist er auf jeden Fall. Ich bin einer der wenigen Söhne von Reach, der noch Land besitzt. Das macht mich nicht besonders beliebt. Ja, die Söldner werden auf jeden Fall keine Probleme mehr machen, mein Freund. Das wird nicht das Letzte sein, was wir von der Silberblutfamilie hören. Aber wenigstens können wir uns wieder an die Arbeit machen. Ich danke euch. Ihr habt mir und meinen Arbeitern sehr geholfen. Hier, das ist für euch. So, der hat uns 600 Gold dafür gegeben. Naja, sehr schön. Also gut. Du kannst weiterarbeiten, mein Freund. Und wir auch. Denn wir waren auf dem Weg in die andere Stadt. Schau nochmal auf die Karte. Wir wollen nämlich ganz dahin in den Westen nach Markat. Dort sollen wir Beweise finden. Auf geht's. Ich hoffe, ich laufe jetzt in die richtige Richtung. Aber ich glaube fast schon. So, warte mal. Schau lieber nochmal auf die Karte. Wir gehen nämlich in die falsche Richtung. Wir müssen da irgendwie... hier weiter. Gehen wir mal den Weg hoch. Nichts zu sagen. Ja, babbel mich nicht voll. Ich gehe da jetzt einfach mal hier querfeldein. Das mache ich sowieso am liebsten immer in Skyrim. Einfach hier schön die Ortschaften erkunden. Was ist denn hier? Da geht es tief runter zu einem See. Beziehungsweise zu einem Fluss. Und dem müssen wir jetzt weiter folgen. Und wenn man mal hier schaut, ist direkt vor uns eine ganz felsige Gegend. Da müssen wir mal gucken, wie wir da am besten rüberkommen. Ich glaube, wenn wir jetzt hier am Fluss lang gehen, könnten wir vielleicht auch. Und da hinten wieder am Fluss hoch. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, das machen wir auch so. Weil diese felsige Gegend hier oben, da gibt es bestimmt gleich kein Weiterkommen mehr. Ja, da geht's schon los, da komme ich gar nicht hoch. Und ich höre doch schon wieder irgendeinen Bär. Boah, und der ist böse, der Bär ist böse. Halt's Maul! Sehr schön. Ich würde es am liebsten alles mitnehmen, aber es ist irgendwie kein Platz mehr im Inventar. Jetzt gehen wir doch hier oben lang. Aber ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, denn da vorne sehe ich ja schon wieder irgendwas Interessantes. Wahrscheinlich sind auch hier wieder lauter Gegner, die ich erledigen muss. Ja, auf der Karte taucht schon einer auf. Och, und er schießt schon mit Pfeilen auf mich. Der miese kleine Penner. Ich nehme an, Lydia, du erledigst das Ganze. Naja, es ist halt so ein bisschen blöd, weil die so weit weg sind. Und meine Talente liegen ganz klar im Schwertkampf.
Komm, wir gehen jetzt hier runter. Scheiß drauf. Oder komm ich da oben irgendwie rein? Nee. Da geht's eh nicht rein, ne? Da habe ich nur Pfeile im Kopf wahrscheinlich. Obwohl, hier geht's rein. Dann ziehen wir mal unsere Axt. Und gucken mal, was da so abgeht. Hallo, Freunde. Oh, die Lydia hat ihn schon erledigt. Da ist aber noch einer. Da. Halt die Schnauze. Wo ist denn die? Kommen wir da raus? Da ist ein Schalter. Kommt. Kommt und stellt euch den Abschluss. Ach du Scheiße, die haut aber gut so hier. So, Zaubertrank der Heilung. Ich werde mir da ein bisschen was reinballern. Und dann schauen wir mal. Es wäre natürlich nicht schlecht, wenn die Lydia da wäre, ein bisschen zu helfen. Die hat ordentlich zugehauen, ey. Das gibt's doch gar nicht. So, was hat die denn dabei? Schrottrüstung, Ziegenbein, das kannst du alles behalten. Gerade in solchen Tagen wie diese, wo mein Inventar wieder voll ist. Aber Geld brauchen wir immer. Zaubertränke auch. Salz, nee. 60 Gold. Ha. Wir werden langsam nochmal reich. Und ich weiß, eigentlich müssen wir wieder hochgehen. Wir gehen auch wieder hoch. Denn da oben waren auch noch leckere Sachen zum Mitnehmen. Habe ich gesehen. Das heißt, hier müssen wir noch weiter hoch. Da liegt, glaube ich, nichts Gescheites, oder? Nee. Ich steck mal meine Axt weg. Ich glaube, die brauchen wir jetzt momentan nicht mehr. Und da ist auch irgendwas. Abgeschworenen Stab. Brauchen wir das? Den Amethysten. Anfälligkeit für Blitz. Abgeschworenen Stab. Gewicht 8. Ich lasse den mal stehen. Wahrscheinlich brauchen wir den für eine Quest oder so. Keine Ahnung. Bei meinem Glück ist es ja immer so. Aber ich will nochmal in diesen Raum gehen. Ich glaube, da war noch eine Kiste. Genau, da unten. Zwergenschild. Nee. Die Urne. Da liegt noch ein Amethyst drin. Gold. Was die Leute heutzutage alles in Urnen reinschmeißen, ist unglaublich. So. Dieses Gebiet wäre auf jeden Fall aufgeräumt. Und wo die Lydia ist, ich weiß es nicht momentan. Keine Ahnung. Sie wird schon wieder auftauchen. Zumindest hoffe ich das. Die hat ja den einen erledigt per Fernkampf. Und danach ist sie irgendwie verschwunden. Ich weiß es nicht. So. Wenn wir jetzt weiter runtergehen. Ach, da ist er. Hi, Lydia. Gehen da jetzt mal weiter runter. Hier ist noch eine Tür. Blindklippenhöhle. Da geht's direkt in eine Höhle rein. Alter Schwede. Ihr hättet nie herkommen sollen. Na, das ist ja eine nette Begrüßung hier oben. Kleinen Penner. Sehr nette Begrüßung hier. Ach du Scheiße. Ich will die eigentlich alle gar nicht töten hier, die Penner. Ich glaube nicht, dass sie irgendwas gehört. Ja, bei den Göttern bin ich stark, hä? Alter, ich wollte doch gar nicht so weit rein in die Höhle. Verdammt nochmal. Das wollte ich doch alles gar nicht tun. Ist aber irgendwie sehr interessant hier drin. Da geht's auch wieder weiter. Alter Schwede, wo kommen wir denn jetzt schon wieder hin? Ich wollte eigentlich nur zu dieser einen Stadt. Und jetzt sind wir wieder am Morden. Wir laufen einfach mal weiter hier. Ziel Himmelsrand. Dann gucken wir mal, wo ich da wieder rauskomme. Ich bin doch jetzt nicht zurückgegangen, oder? Das kann doch nicht sein. Wieso steht da immer noch Stufe 16? Ich denke, wir hatten ein Level up. Das Spiel macht mich wahnsinnig. So, ach, ja, okay, wir sind da oben in die Höhle rein. Wir sind hier unten wieder rausgekommen.
Dann würde ich doch sagen, wenn wir dann jetzt hier unten sind, dann, liebe Lydia, gehen wir weiter Richtung Stadt. Haben halt mal ein paar Leute umgebracht. Aber okay. Es herrschten früher halt raue Sitten, will ich mal meinen. Von da schäme ich mich auch nicht. Lydia? Ah. Alles klar. Schöne Aussicht. Hier mit einer schönen Yacht durchfahren, das wäre was. Oh oh, Feinde voraus. Feinde voraus. Tja. Mein kopfloser Freund. Hier sind noch zwei mehr Feinde direkt vor uns. Ich glaube eher, dass du sterben wirst, mein Freund. Erfolg freigeschaltet, Weltenbummler. Was auch immer das bedeutet. So, ich glaube, wir warten mal kurz. Lydia, setz dich mal hin, ich brauche mal eine Pause hier. So, Geld haben die irgendwie keins dabei, die Penner. Nee, der hat auch kein Geld dabei, der Miss Penner. Entschuldigung. Und das dauert ja ewig lange. Ach so, das Problem ist natürlich auch, dass wir Vampir sind. Und da ist es tagsüber nicht so weit her. Okay, gut. So, was ist hier für ein kleines Häuschen? Pavos Haus. Da gucken wir mal rein. Na. Hallo? Noch ein bisschen weiter. Oh yeah. Kein Pavo da. Ja, so habe ich mir das gedacht. Beziehungsweise vielleicht ist er auch unten. Hier oben gibt es jetzt... Die sind eh leer, diese Fässer. Da sind wir jetzt mal schön eingestiegen in die Hütte, aber... Eine schäbige Haube. Naja. Schlafen im Bett, im fremden Bett. Komm, Lydia, wir hauen wieder ab. Hier gibt's nichts Gescheites. Scheint ein armer Bursche gewesen zu sein. Was haben wir da vorne? Ein Huhn. Moment mal, ich muss mal gucken, ob ich in die richtige Richtung renne. Aber wir müssen uns so langsam nach links halten, glaube ich. Beziehungsweise wir müssen wahrscheinlich hier den Weg hoch. Wir sind hier falsch abgebogen, wir müssen da weiter. Komm, Lydia. So, hier ist ja jetzt zum Glück alles ruhig. Nachdem wir in dieser Folge schon ganz, ganz viele Leute unschuldig umgebracht haben. Aber mein Gott, was soll's, ne? Da vorne ist eine Mühle oder sowas. Ist das schon die Stadt, wo wir hin müssen? Hm, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Wir werden es gleich sehen. Komm, wir rennen mal ein bisschen. Ah, nicht ducken, rennen. Ich muss immer aufpassen, dass ich hier nicht auf die falsche Taste komme. Denn ich habe hier eine Apple-Tastatur. Und da gibt es kein Windows-Logo oder so. Das ist da anders bezeichnet. Und wenn ich da aus Versehen drauf komme, dann hat sich Skyrim mal eben so beendet. Und das ist natürlich nicht so toll. Guck mal, wen haben wir denn da? Hallo, schöne Frau. Kommt und schaut euch die Angebote an. Irgendwie... Hast du einen leichten Dialekt, würde ich sagen. Wen haben wir denn da? Angeblich reicht es, von einem Vampir auch nur gekratzt zu werden, um sich in einen zu verwandeln. Ja, das wollen wir das mal ausprobieren? Ein Märchen. Das ist kein Märchen, mein Freund. Oh, was haben wir denn da für ein Haus? Salviushof. Na, das sieht aber interessant aus. Was ist denn das für eine...
Architektonische Baukunst hier. Das ist ja mal geil. Lasst euch von Rogatus bloß nicht ärgern. Nein, keine Angst. Ich betrachte mir nur mal das Häuschen, das sieht ziemlich schick aus. Am liebsten würde ich da mal einsteigen, aber ich glaube, wenn die dabei sind und zuschauen, ist es vielleicht dann doch nicht so gut. Oder können wir da einfach so reinmarschieren? Mein Mann wird immer launisch, wenn er nicht genug schläft. Ja, ich glaube vielleicht, weil du nicht ranlässt. Komm, hier gibt es bestimmt wieder eine Quest, aber ich lasse mich zu oft von irgendwas ablenken. Wir wollten doch hier in die Stadt. Und das hier sieht irgendwie ziemlich gut aus. Ich glaube, hier sind wir richtig. Oh, das sieht aber mächtig aus. Alter Schwede. Das sieht richtig mächtig aus. Das Reisen in Reach ist gefährlich. Ihr braucht eine gute Kutsche. Was wisst ihr über Markat? Es ist eine alte Stadt. Der Legende nach wurde sie von den Zwergen erbaut. Dann, als sie verschwunden waren, kamen die Einheimischen. Schließlich kam zu Tiber Septims Zeit die Nord. Das ist einigen ziemlich sauer aufgestoßen. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiederhören. Die hätte sicherlich auch wieder eine Quest für uns. Aber wir haben momentan eine andere Mission. Wen haben wir hier? Banning. Ach, und da habe ich auch schon ein Pferd. Das müssen wir zwar klauen, aber es ist doch egal. Stadtwache von Markat. Hier in Markat befindet ihr euch in der sichersten Stadt von Deutsch. So, ich bin mal gespannt, wie es in dieser Stadt aussieht. Hier müssen wir doch rein. Und Beweise finden, da war doch irgendwas. Ein bisschen Schmuck für eure Reise nach Hause? Oh, hat da irgendjemand sein Schwert gezogen? Da! Wir sind verloren. Ihr habt uns lange genug unterdrückt. Alter, was ist da los? Alles, mehr habt ihr nicht drauf? Ich sterbe für mein Volk. Die Abgeschworenen sind hier in der Stadt. Verdammt, noch eine Leiche, die verschwinden muss. Die Stadtwache von Markat hat alles unter Kontrolle. Hier sind keine Abgeschworenen. Habt ihr diesen Irren gesehen? Ein Agent der Abgeschworenen muss hier in der Stadt. Er war hinter Margret her. Warum? Ihr Götter. Eine Frau angegriffen, mitten auf der Straße. Ist bei euch alles in Ordnung? Habt ihr gesehen, was geschehen ist? Ich war dort, er hat mich fast umgebracht. Ich habe Geschrei über Abgeschworene gehört, das war alles. Die Abgeschworenen? Seltsam. Nun, ich hoffe, die Acht geben euch in Zukunft mehr Frieden, was immer das heißt. Oh, ich glaube, das habt ihr verloren. Eine Art Notiz. Sieht wichtig aus. Gehört dieser Zettel euch? Was soll das bedeuten? Mein Zettel? Nein, das ist eurer. Natürlich. Er muss euch aus der Tasche gefallen sein. Wisst ihr etwas über den Angriff? Nein. Ich habe nur etwas frische Luft geschnappt. Hatte ein Mäh zu viel im Gasthaus Silberblut. Ja. Also gut. Hast du mir einen schönen Zettel untergeschoben. Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Geht weiter. Ja, halt die Schnauze. Wir schauen uns nochmal die Stadt hier an. Aber das ist schon ziemlich geil. Ist richtig cool. Ich glaube, hier werden wir noch unsere Freude haben in dieser Stadt. Ich schau gerade mal hin. Ich schau gerade mal auf die Karte, wo wir denn hin müssen. Wir müssen nämlich für die Quest zumindest noch ein Stückchen weiter. Eher im hinteren Teil der Stadt. Finde Beweise. Aber hier gibt es ja jetzt auch schon wieder was zu tun. Und ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Die 60 Minuten sind damit rum. Also, nicht, dass ich mich freuen würde, aber jetzt ist wieder Platz für andere Spiele. Die nächste Skyrim-Folge kommt dann erst wieder, wenn sie ganz normal an der Reihe wäre. Also, macht's gut, bis dann.